Ich bin jetzt zum vierten Mal insgesamt hier. Die ersten zwei Jahre habe ich das Equiva-Nachwuchs-Championat gewonnen. Letztes Jahr bei den Junioren war ja mein erstes Juniorenjahr, da war ich Sechster insgesamt. Und ja, ich versuche natürlich, mich noch zu steigern. Ich bin jetzt mit der 12-jährigen Challenge-Stute Cézanne gestartet. Die habe ich jetzt seit 3 Wochen neu. Ich bin gerade in der Zeitsprungprüfung der Klasse M2 Sterne bei den Junioren geritten und lief ganz gut. Der Parcours war eigentlich relativ normal und fair gebaut. Man konnte relativ gut galoppieren und war technisch nicht zu anspruchsvoll, nicht zu leicht. Also im Großen und Ganzen ganz gut. Ja, wir haben natürlich nochmal trainiert, haben nicht zu viel gemacht, weil im bestmöglichen Fall geht er natürlich 4 Runden hier, ist ja auch relativ anstrengend. Und von daher waren wir vorher 1-2 Mal auf Turnier und ja, lassen alles auf uns zukommen. Es gibt halt verschiedene Touren, zum Beispiel jetzt bei mir die Juniorentour. Und das läuft dann so, man hat zuerst eine Zeitsprungprüfung. Dabei wird dann natürlich nach Zeit gewertet und dann die Differenz zum Gewinner wird dann halt in Punkten umgerechnet, die hat man als Strafpunkte. Und danach ist ein normales M2 Sterne, da muss man dann bestmöglichst 0 reiten. Und dann im Finale mit 2 Umläufen wird es dann entschieden und bei Punktgleichheit gibt es halt ein Stechen. Ja, es ist erstmal ein sehr schönes Turnier, sehr gut organisiert und ich meine gut, es sind rheinische Meisterschaften, es ist ein sehr wichtiges Turnier, es ist Qualifikation für die deutschen Meisterschaften und von daher gibt jeder sein Bestes. Ich habe heute frei, ich werde nachher, denke ich mal, ins Hotel fahren und dann nachher noch ein bisschen hier springen gucken.